Ja, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu unserer Karriere mit Bayreuth. Wir sind in der dritten Saison, wir sind ja aufgestiegen in die Bundesliga in der letzten Folge. Ja, leider die unglückliche Niederlage gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal. Aber wir haben, wie man schon, wenn ihr mich schon ein bisschen gesehen habt, das erste Ligaspiel ist tatsächlich in Dortmund. Aber das ist noch nicht das Thema für heute. Heute geht es erstmal ein bisschen um die Saisonvorbereitung. Wir fangen als erstes natürlich an mit dem Verein anpassen, wie wir das alle schon vor der zweiten Saison hatten. Da es heißt Stadion ausbauen. Und das Stadion fasst momentan 25.000 Zuschauer. Das heißt, es wird ein bisschen größer werden, definitiv. Die Frage ist, wie groß kriege ich das hin? Wie groß wollen wir denn überhaupt? Ja, das wäre das Waldstadion, 42.000. Ist das schon zu viel oder ist das? So, gehen wir hier rein in die 37.000 oder? Warte mal, wie groß ist denn das Größte, was wir haben? Mit 68.000. Das wäre ein bisschen zu viel, oder? Ja, ich denke mal hier, das ist 37.500, grobe Richtung. Ja. Auch. Oder machen wir das hier, 42.300. Nehmen wir das hier, komm, 42.300, also 42.900. Ja, ich denke mal, das passt so. Aber das richtige Stadion haben wir jetzt ausgewählt. Gerade nebenbei. Ja, 43.000. Passt so. So, gucken wir mal. Nö, das passt soweit auch. Gut. Dann haben wir da sogar schon fertig. Und wir gehen rein in die Vorbereitung auf die neue Saison. Was passiert heute? Wir gucken erstmal, was für Kohle an Kohle da haben. Aktuell Budget von 23 Millionen. Das heißt, wir haben ein bisschen Geld zur Verfügung. Guck mal gerade, was wir so haben. Agudo, ja, da sind ein paar Kandidaten dabei. Aber ich glaube, da sind noch ein paar Leute dabei, die noch gehen werden, ne? Oder sind wir noch nicht in, sind wir überhaupt schon? Nee, wir sind noch nicht in der Vorbereitung für die neue. Wir sind noch nicht in der Transferphase. Wir sind gerade, wenn wir den Kalender gucken, Anfang Juli. Doch, 30.06. 1.07. Das müsste eigentlich jetzt passieren. Eigentlich müssten jetzt tatsächlich erst unsere 90er ankommen. Wir haben ja 3-4 90er geholt. Wir warten nur gerade ein ganz kleines bisschen, aber. Müssten sie eigentlich jetzt gleich kommen. Wir sind am 1.7.2024. Aber, wie gesagt, kleinen Moment noch warten. Jetzt. Genau. Jetzt kommen die ganzen Spieler und gehen auch die ganzen Talente. Gucken wir mal rein erst. Wir wollen ja ein bisschen investieren. Das wird klar sein. Es wird auf jeden Fall nur einen Stürmer geben. Wir brauchen für die neue Saison auf jeden Fall noch ein bisschen Vorbereitung. Das heißt, wir werden Step by Step erstmal anfangen, neue Zugänge zu kaufen. So, Noppert ist ja neu dabei. Horn ist jetzt schon 33. Okay. Horn verliert seinen Stammplatz, das ist klar, das haben wir schon angekündigt. Step by Step werden einige Talente jetzt ihre Plätze verlieren. Ja, das sollte soweit passen. Staffelide soll hinten rechts, soll hinten rein in die Verteidigung. Und Warnizek soll auf die 6 gehen. Das ist klar. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Rechtsaußen und einen rechten Verteidiger. Das ist klar. Erstmal gucken wir die Teamzentrale, weil wir werden ja schauen, was wir, der eine oder andere Spieler, der den jetzt verlassen wird. Staffelidis darf ja die 3 mit der 3 verteidigen, das ist ja klar. Noppert hat die 42, die kriegt er auch. Die hat er ja damals in Dings gehabt schon. Mit seinem Stammverein gehabt, das heißt, Horn geht auf die 11, auf die 1. Oder noch nicht, der hat den Vertrag noch gar nicht verlängern, ne? Das heißt, ich werde definitiv mal delegieren.
dass der vielleicht sogar deinen Vertrag verlängert. Um weitere 4 Jahre, ja. Ich muss sowieso gleich mal gucken, wer. Du bist hier mit der. So, das wird ja. Es werden ja, wie gesagt, viele Spieler, die den Club verlassen müssen. Soll es als Sechser definitiv fungieren. Der Herr Warnicek, 31 Jahre alt, kam vom AKSC. Mit 300 Wochen. Boah, das sind 6 Jahre, die er da trainieren muss auf der Position. Viele Spieler, die jetzt definitiv erstmal als Leihspieler gehen werden. Sache als Stürmer werde ich mir definitiv gucken, dass ich den kriege. So. Sag ja, und rechts außen. Wir werden jetzt anfangen, ein bisschen zu investieren. Können wir gucken, was wir. Das war zumindest den einen oder anderen. Was haben wir denn? Scout feuern, nehmen wir raus, ja. Und auch da nehmen wir ihn raus. Den braucht man nämlich erstmal nicht. Da haben wir ein bisschen Kohle. Dann nehmen wir den hier mit rein. Und nehmen wir den hier mit rein. Scouting-Netzwerk aufbauen. Nordamerika, Mexiko. Ich will gerade Brasilien vielleicht nochmal. Nee, warte mal gucken. Asien. China. Korea. Japan. 9 Monate. Spielmacher, starke Physis, Flügelspieler. Technisch begabt. Das können die Japaner ja. Kann nicht mal so schlecht. Gehen wir schicken mal den nach Japan. Nein. Du gehst erstmal auf jeden Fall in die Niederlande. Für 9 Monate für einen Spielmacher. Du bist zwar Belgier. Und du gehst mal in die USA. Nee, nach Mexiko. Komm, geh mal nach Mexiko. 9 Monate Flügelspieler. So, damit die mal ein bisschen ihre Talente holen, aufbauen können. So, wir wollen weitergehen. Was die. Was machen wir denn heute? Gucken wir mal. Lippert hat den Verein verlassen. Ja. Geht weg. Wir werden gucken, dass wir nachverpflichten. Es geht ja rein nur um den Klassenerhalt für unsere Truppe heute. So ein bisschen. Was haben wir denn überhaupt an so einen freien Spieler, den man so vielleicht überlegen könnte, wo man. So, gucken wir mal da, was wir ein bisschen durch müssen. Weil vielleicht haben wir ja den ein oder anderen Top-Spieler noch. Ja, also wirklich Top-Spieler sind das gar nicht. Ne, sieht nicht so aus. Sind zwar einige dabei, aber nein. Gucken wir mal, in der Bundesliga haben wir eine Freigabesumme. Wir brauchen ja für die rechte Seite definitiv noch einen. Und einen Rechtsverteidiger. Mittelfeld. Rechten Mittelfeld. Ach Mann. Rechte Mittelfeld. So ist es richtig. Liga, Bundesliga. Gucken wir mal in der Bundesliga, ob wir noch einen Spieler bekommen. Für den nicht allzu teuer ist, der uns vielleicht helfen könnte. Rizzo Doha, 62 Millionen kriegen wir nicht geleitet. Nee, Tim Lemperle wäre eine Idee. Wir scouten den einfach mal. Ja. Tim Lemperle muss gescoutet werden. Nicht 10,9 Millionen, 3, ja, einfach bitte mal scouten, die zwei Spieler. Die möchte ich gerne vielleicht irgendwann mal kaufen. So, zweite Bundesliga brauchen wir jetzt gerade nicht. Gucken wir mal in der Premier League.
Ja, ein Kauter. Kann ja gar nicht gescoutet werden. Der kann nicht gescoutet werden. Okay. Spanien, die haben ja immer mal wieder ihre. MLS Super League, CSL, das ist die Schweizer Liga. Liga hier, das ist die Liga. 79 Millionen. Solari 32. So. Gut, dann gucken wir mal tatsächlich ohne die Freigabesumme in der Bundesliga, wer da für uns in Frage kommen würde. Wir sind irgendwo bei 15-20 Millionen. So, alle. Position, Mittelfeld, rechtes Mittelfeld. Große Sprünge können wir ja nicht machen. Wir können jetzt keine absoluten Superstars hier anfangen zu kaufen. Das ist klar. Infantino, ist der verwandt mit dem FIFA-Präsidenten? Wahrscheinlich nicht, ne? Der sagt mich Argentinier und die Fatino ist, glaube ich, Schweiz. Gut. Kann ja sein, alles. So, ja, wir werden ihn kaufen, komm. Wir werden ihn kaufen. Wir werden den Dempele kaufen vom FC. Aber guck erstmal den. Warte mal, Griffo, wie teuer wir haben der vom Transfer? Ja, 21 Millionen. Okay, gucken wir mal gerade so ein bisschen durch. Wer da noch so auf der Liste stehen könnte, der vielleicht. Der spielt. Ich kann mal gucken, ob ich den. Freigabe sind von 2, nee, nee. Ich werde den weiter. Ich werde den dafür scouten. Also, der ist ja schon relativ früh mir vorgeschlagen worden. Ja, ich glaube, während der ersten Saison. Deswegen werde ich schauen, ob ich den vielleicht für die ein bisschen Kohle kriege. Kriegen wir mal für 8. Wie wir mal 8 Millionen. Wäre eine Idee. So, verhandeln. Ich will keine Freigabe zum Reinsetzen. Weil dann würde nämlich Sterner wieder auf die linke, auf die rechte Seite gehen und links Gelder rum. Stammspieler. Ja. Gegenangebot kriegst du auch auf. Aber 4 Jahre raus. Okay, wünsche ich nur 2. Naja, ist okay, besser als gar nichts. Akzeptieren wir. So, die Frage ist, was willst denn du an Gehalt haben? Das ist schwierig gerade, ne? Kann man ja mal ein bisschen zahlen. Jo. So, damit wäre der erste Neuzugang unter Dach und Fach mit Skylarop, der, wie gesagt, ein Talent aus Norwegen ist. Der uns tatsächlich helfen könnte. Der soll als Stammspieler auf der linken Seite fungieren, weil ich da dafür auf rechts rutsche. So. Guten Morgen. So, die Frage ist, was hat denn der für Bewertung? Ich denke mal, so eine große, gute Bewertung wird er nicht haben. Oh, 72er, jawohl. Guter Stellt-F-Kandidat. Ist eine F. Ah, ich hätte 300 Millionen. Ich dachte, der hätte gar nicht so teuer gewesen. Egal, komm. Da haben wir eine Heize. Normal. So, gucken wir mal noch, ob wir für die rechte Abwehrseite noch was verpflichten könnten. Stanisic, der wird definitiv nicht kommen. Ja, ich glaube, schwierig wird der. Der soll eigentlich. Raschkin. Ein zusätzlicher Sechser vielleicht noch. Aber ich glaube nicht, dass er kommt, oder?
Der wird definitiv aufstellen gehen. Da bin ich mir sicher. 5 Millionen? Ja, das war mir klar. Velasquez. Okay. Ja, es ist alles gerade noch keine Spieler, die aufschlagen. Ich würde ihn ja gerne haben. Gucken wohl, ob wir ihn kaufen können. Aber wie teuer er wäre. Transferangriffssumme. Wenn wir die, ach, für die 7,5 nicht kommen. Ja, das war mir fast klar. Da müssen wir gucken, dass wir da nochmal auf die Positionen verpflichten. Nochmal was kriegen. Das war mir irgendwo fast klar. Ja gut, das sind ja Spieler, die brauche ich jetzt erstmal noch nicht. Memo Aydin. Der wird auf 55 Millionen. Den werden wir holen. Den Rote. Der ist gar nicht so schlecht. Dortmunder Talent und den hat der eine oder andere tatsächlich schon so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Das hatte ich irgendwo in der Community gelesen. Akzeptieren. 5 Jahre. Freigabesumme natürlich ablehnen. Ja, die Frage ist, was willst du haben? Das machen wir definitiv. Den verpflichten wir direkt. Dann haben wir nämlich direkt das nächste Top-Talent. Für Nulltarif. Den habe ich jetzt quasi mehr oder weniger geschenkt gekriegt. Deswegen habe ich ihn zugeschlagen. Es war natürlich ein bisschen, also da muss ich mal, oh, auch schon 70 stark. Für lau, wie gesagt. So, rechts außen haben wir. Jetzt brauche ich noch einen Rechtsverteidiger. Ah, die Frage ist, wer könnte unsere Lücke da schließen? Je nachdem, was wir noch in Kohle einnehmen, wenn wir noch versuchen, das eine oder andere Talent zu holen. Ich brauche definitiv erstmal einen Rechtsverteidiger. So, dann haben wir das auch. Jetzt gucken wir mal mit dem Rechtsverteidiger. Mittelfelddefizit brauchen wir. Wir haben noch irgendwas mit 8 Millionen. Unabhängig davon. Kilian Fischer. Ja, der hat auch 7 Millionen als Dings. Wäre eine Idee vielleicht. Kairo Capitas. Beobachtet den mal. So, dann guck mal, dann nehmen wir mal das Thema Freigabesumme raus. So, gucken wir mal. Ja, Risola ist ja zurückgewechselt. Der war ja schon mal, in München in Real Life. Ich scoute mir den ein oder anderen mal. Gut, okay, dann gucken wir einfach mal durch, was der Scout noch so an Talent noch holt. Und dann gucken wir mal, wer so gehen wird. Stürmer werden wir wahrscheinlich auch noch verpflichten müssen, ja. So, da sind einige Talente jetzt dabei, gerade die. Oder einige Spieler dabei. Leihangebot für Ferreira.
Delegieren. Nein, 2 Jahresleihe. Quatsch, Kurzleihe. Nein. Ach Mann. Das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. Das war nicht so viel, so wenig. Aber okay, alles gut. Ja, ich muss leider das ein oder andere Spieler jetzt tatsächlich, der lange jetzt da ist, der mir auch in der zweiten Liga geholfen hat, der wird halt in der Bundesliga nicht mehr so wirklich bringen. Also ich muss ja aufrüsten, ich will die Klassen halt klar machen. Deswegen werden auch das ein oder andere leider, also Perspektivspieler, die irgendwann mal dafür geholt werden, zum Aufbauen, die halt keinen wirklich kaum Stich gesehen haben. So, gucken wir mal. So. Gucken wir da jetzt noch kommen. Warte, Navi, Transferangebot. Ja. Okay, ruhig. So, das eine oder. Klar, auch sehr viele Freiburger werden natürlich aufrüsten. Also werden viele Teams jetzt unten mit dabei sein, die aufrüsten werden. Bin mal gespannt, wer. Also ich glaube nicht, dass wir oben die Meisterschaft spielen werden. Das wird definitiv nicht möglich sein. Aber wie gesagt, mal gucken. Was die Zukunft bringt. Wer ist denn da? Kommt da jetzt noch an? Das ist Watanabe, der gehen wird. Für 150.000. Ja, wer hätte 220 bringen können. Ist okay, aber alles gut. So werde ich jetzt in. So. Watanabe ist weg. So, der wächst jetzt für ein Jahr nach Dings. Ferreira. Leihgebot für Sterne, brauche ich mir gar nicht. 8,5 Millionen für Hertha, von Hertha. Abgelehnt. Brauche ich nicht. Delegieren. Leihe, 2 Jahresleihe, gib ihm. Wir werden ja so lange mit Bayreuth spielen. Bis wir alle Titel haben. Mal gucken. Ich brauche jetzt mal, ich will jetzt mal die DFB-Pokal. Zweimal sind wir jetzt gescheitert im Finale. Einmal ganz bitter und einmal ziemlich deutlich. Aber mal gucken, was da passiert. So, Ferreira wechselt für ein Jahr nach Saudi-Arabien. Leihangebot für Pinto. Delegieren. Ach Mann, ich will eigentlich den. Ich komme aus der auf Kurzleihe. Ich will eigentlich auf 2 Jahre gehen. Ich will die meisten für 2 Jahre ausleihen. Das ist ein Leihangebot für Ono. Ach gut. Die wollen alle die. Delegieren. Jetzt muss ich dran denken. 2 Jahre ist Leihe. So. Ja, das sind natürlich die Talente, die jetzt mehr oder weniger erstmal ausgeliehen werden. Und dann andersweitig ein bisschen eine Erfahrung zu sammeln. Ja. Also ein Angebot. So. Ach, die sind alle schon zu Verzins gegangen. Zum Stillstand gekommen, okay. So, Scouting-Berichte. North East United will die haben. Delegieren. Leihe. Zwei. Ach, ich komme immer wieder drauf. Ist egal. Also, ich drücke einfach zu schnell. So, gucken wir mal gerade, was die da so ein oder andere Talente hat. Du bist. Den könnte ich verpflichten. 72, 3 Millionen Freigabesumme. So. Das heißt, einer von den beiden wird's. So, das heißt, Kilian Fischer wird das werben für unsere rechte Abwehrseite. nein. Ich werde auf 5 Millionen gehen, auf 5,5 gehen, weil ich den unbedingt behalten haben will. Ex-Nürnberger. Du wechselst für 5,5 Millionen.
Habe ich ein bisschen Kohle rausgeschlagen. Dann sind wir schon wieder am Ende. Dann brauchen wir noch einen Angreifer. Eventuell. Und Skeldorf kann ja auch Angriff spielen, ne? Schlüsselspieler. 4 Jahre möchtest du unterschreiben. Freigabesumme übergehen. So, du möchtest gerne mehr Kohle haben. Dann kriegst du 25.000 plus einen Anstiegsbonus von 1 Million. Erstmal zumindest. Dann ist das Thema durch und damit ist es am nächsten Neuzugang unter Dach und Fach. Der zweite mittlerweile. So, ich kriege schon keine A-Bewertung, oder? Wir kriegen bestimmt keine A-Bewertung rein. Ist so wichtig, ist es ein Verteidiger? Es ist eine Position, ja. Klar. Ist Rechtsverteidiger. Ich habe jetzt nicht. Oh, ich habe jetzt nicht gezeigt. Gut, dann haben wir das zumindest auch erstmal. Damit haben wir dann erstmal zumindest das durch. So, 30 Leute natürlich, klar. So, viele werden noch den Club verlassen müssen. Den habe ich jetzt, wie gesagt, für lau gekriegt. So. Sie werden, wie gesagt, will ich versuchen, noch mal ein bisschen was aufzubauen. So. Fischer, gut. Der kann ja bleiben mit der Nummer. Mit der 18. So, gut. Dann waren wir kurz unsere Startelf für die neue Saison. Fischer hinten auf die rechte Seite. Sterner rutscht wieder eins rüber. So, Schelderup auf die Seite. Angulo raus. Ja, wie gesagt, nach wie vor. Es werden auch Spieler, wenn noch Spieler kommen. Das ist klar. Carvalho darf auf die Seite für Ono, der ja den Verein verlassen wird. So, gut. Jo, dann passt das soweit erstmal. Zumindest die ersten Neuzugänge unter Dach und Fach. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei FIFA 23 und dann geht's weiter mit der Vorbereitung.